Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weibers Meerwasser im Jahr 2023 zur ersten Tagebuchfolge über das Shallow Reef. Ja, ich hoffe, ihr seid gut rübergekommen, ich auch, definitiv, es war feuchtfröhlich. Wie gesagt, wer mich auf Insta verfolgt hat, weiß, dass es dementsprechend wahrscheinlich etwas feuchtfröhlicher geworden sein könnte, ist es auch. Von daher kommt gerade jetzt erst das entsprechende Video, damit ich hier keinen Mist erzähle. Ja, heute möchte ich ein paar Kleinigkeiten ansprechen, die so nach und nach passiert sind, die ich rausgefunden habe. Und genau darüber werden wir heute hier mal ein kleines bisschen, oder werde ich ein kleines bisschen referieren. Also, in diesem Sinne, auf geht's. Ja, Leute. Ich möchte tatsächlich hier und heute so ein paar Kleinigkeiten ansprechen, die passiert sind in letzter Zeit. Es geht sich einmal da natürlich darum, dass ich die Hammerkorallen hier behandelt habe mit verschiedenen Varianten. Ihr selber habt es im letzten Teil ja auch mitbekommen, dass ich gesagt habe, ich gehe mit Probiotika ran, ich gehe gegebenenfalls mit Antibiotika ran. Etc. pp. Und ja, tatsächlich gebracht, jetzt erstmal haben die Antibiotika was. Das ist definitiv Fakt. Alle Tiere, die ich jetzt hier hinten noch stehen habe, also sprich meine 1, 2, 3, 4 Glabreskins und die beiden Hammerkorallen, sind mit Antibiotika behandelt. Und selbst die eine Hammerkoralle, blende ich euch nochmal ein, die hatte einen Ansatz gehabt. Das ist ein so großes Tier, ist das im Wuchs. Hatte irgendwo mittendrin einen Ansatz gehabt, wo ich gesagt habe, oh weia, da könnte jetzt auch was passieren. Habe sie rausgeholt, habe sie extern behandelt mit Antibiotika. Und das hat tatsächlich funktioniert. Ja? Antibiotika-Bad über 2-3 Stunden, eher 3 Stunden. Anschließend habe ich dem Bart dann noch Honig hinzugegeben und das hat dann nochmal eine Dreiviertelstunde da drin, war die Koralle da drin und danach abgespült und das Ganze wieder zurück ins Becken. Und die so behandelten Korallen, denen geht es jetzt mittlerweile wieder gut. Also hat auch derjenige, der mich ein wenig zu energisch darauf hingewiesen hat in den Kommentaren, mit seiner Aussage erstmal recht gehabt. Erstmal. So. Ich hatte hier hinten noch eine kleine Hammerkoralle stehen, also eine kleine Euphilia. Die habe ich absichtlich nicht behandelt. Weil ich unter anderem hier ja auch mit der Probiotik arbeite. Also sprich, den Futterzusatz beim Frostfutter. Tut den Tieren sehr, sehr gut. Einerseits bin ich ja mit dem Vitalis-Futter mittlerweile dran, was das Immunsystem und etc. Auch sehr unterstützt und gleichzeitig auch mit den Probiotika im Futter, beim Frostfutter. Fakt ist, diese eine Koralle, die hatte ich als Testobjekt so stehen lassen und die hat es tatsächlich im Endeffekt nicht geschafft. Heißt aber nicht, dass das Zeug nicht funktioniert, sondern dass die Konzentration wahrscheinlich nicht funktioniert hat. So, jetzt werde ich in den nächsten 1-2 Wochen werde ich mir einfache Hammerkorallen holen, eine normale ohne Probleme, also sprich ohne Behandlung einsetzen und eine mit der entsprechenden Behandlung über die Probiotika. Also sprich ein das gleiche Tier, unterschiedliche Köpfe, unterschiedlich behandelt. Mehr oder weniger fast nebeneinander. Werden wir mal sehen, wo ich sie hinpacke. Und dann werde ich das Ganze mal weiterhin beobachten. Weil ich gehe davon aus, dass so eine Intensivkur natürlich auch was bewirken kann im Vergleich. Vielleicht müssen es ja nicht immer Antibiotika sein, weil es ist ja tatsächlich nicht ganz so einfach, da dran zu kommen und dem Arzt mitzuteilen, pass mal auf, ich habe ein Meerwasserbecken, ich brauche jetzt humanmedizinische Antibiotika. Der eine Arzt macht es, der andere Arzt macht es nicht. Wie ich da dran gekommen bin und wie ihr da dran kommt, bleibt euch überlassen. Und ist auch jetzt nicht Thema dieses, der entsprechenden Sendung hier. Fakt ist, alle meine behandelten Tiere hier hinten, denen geht's gut. Keine weiteren Ausfallerscheinungen und das hat mit den Antibiotika erstmal funktioniert. Ja,
das wäre dann das Thema Hammerkorallen und ja, wie ich sie am besten dann behandle. Zumindest erstmal der Stand von im Moment, so wie es jetzt ist. Es ist natürlich einiges an Tieren hops gegangen und hätte ich früher reagiert, ja, hätte ich wahrscheinlich was retten können. Aber wie heißt es so schön in der Meerwasser-Aquaristik? Nichts überstürzen. Aber tatsächlich habe ich die Zeichen falsch gedeutet und es ist auch wirklich nicht so einfach, das dementsprechend immer so rauszufinden. Ich werde definitiv hingehen und alle Tiere, die ich demnächst einsetze, mal abgesehen von denen, die zu Testzwecken hier reinkommen, werde ich definitiv behandeln im Vorfeld. Mit einer Quarantäne oder mit einer Kurzintensivkur, weil es scheint ja zu funktionieren. Ja, was ist noch? Ich setze jetzt tatsächlich seit kurzem wieder das Futter von Vitalis ein hier. Mal gucken, ob man das erkennen kann. Entsprechendes Video wird auch demnächst rauskommen zur Futtervorstellung. Das Futter selber, das ist ein Pelletfutter, was ich jetzt hier habe. Da gibt es noch verschiedene andere Versionen von. Es ist tatsächlich labortechnisch jetzt überprüft. Es war nicht schuld an dem Eintrag hier, beziehungsweise an vielleicht der Fehlmessung, keine Ahnung. Oder an einer verseuchten Probe, müssen wir jetzt auch mal so sagen. Das hat soweit alles gepasst. Das Futter wird von meinen Tieren sehr gut angenommen, wurde es auch von Anfang an. Und werde ich auch weiterhin füttern, worauf zu achten ist und ob sich das lohnt oder nicht, würde ich sagen, schaut ihr euch am besten in dem entsprechenden Video an, was dann dementsprechend jetzt entweder schon draußen ist oder bald kommt, weiß ich noch nicht genau. Aber definitiv, ich finde das Futter gut. Es ist ein weiches Pelletfutter, was von den Tieren sehr, sehr schnell aufgenommen werden kann. Und entsprechende Links findet ihr auch in der Infobox zu dem Futter. Da könnt ihr mal schauen. Wie gesagt, ich finde es ganz gut. Meine Fische finden es auch gut. Ich weiß jetzt nicht, ob die Kombination, ob das jetzt an dem Futter gelegen hat oder die Kombination mit den entsprechenden Probiotika. Das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Fakt ist, eine Kombination aus beiden ist wahrscheinlich gut. Meine Fische sind ziemlich gesund. Nicht nur ziemlich gesund, die sind richtig gesund. Wenn ich mir ihn hier angucke, den Japonicus, der ist sowas von fit unterwegs und hat so gut wie keine Pünktchen mehr. Im Grund ein bisschen was an den Flossen hat er immer noch. Aber definitiv ist er äußerst gesund, er ist nicht mehr nervös. Die UVC ist jetzt seit knapp 3 Wochen aus und wir haben keine Pünktchen im Becken, keine Fische sind befallen. Von daher, toi toi toi, das hat tatsächlich was gebracht. Und ja, pauschal gesagt, kann ich mich nicht genug beschweren. Den Tierchen geht's gut. Und wenn denen es gut geht, dann geht es mir natürlich auch gut. Dann freue ich mich natürlich. Und ja, das dazu. Jetzt machen wir mal eine andere Einstellung. Es geht sich nämlich um einen Futterautomaten, den ihr schon längere Zeit bei mir jetzt gesehen habt. Der steht nämlich da hinten. Machen einen kurzen Schnitt. Ja Leute, ich habe hier mal eine Kleinigkeit aufgebaut. Und zwar geht es sich tatsächlich hier um diesen Futterautomat. Das ist der Smart Feed 2.0 von Juwel. Es ist ein Futterautomat mit Förderschnecke. Und ich habe mir den organisiert wegen der Förderschnecke. So, ich habe hier die Möglichkeit, ich nehme jetzt mal den Deckel so als Unterlage, mehrere, also am Tag bis zu 3-mal zu füttern. Und diese Futtergaben, die ich reinbringe, kann ich hier tatsächlich auch noch in bis zu 8 Stufen unterscheiden. Und ich brauche tatsächlich aber hier nur die kleinere Stufe. Einmal kurz drücken, kurz warten, dann rappelt es gleich. Genau. Und dann haut er dementsprechend die Futtermenge raus, die ich hier haben möchte. Und das passt auch soweit. Ich weiß nicht, ob man das vernünftig sieht. Ich werde es dementsprechend mal draufzoomen. Und wenn ich jetzt hier mehrfach drücke, Moment, ich packe das jetzt mal wieder zurück. Ich sage jetzt mal die dreifache Menge. 1, 2, 3.
dann sollte er dementsprechend auch etwas länger arbeiten. Jetzt, wie gesagt, wir haben, glaube ich, bis zu 8 Stufen, die wir im Endeffekt raushauen können. Das ist dann, ich sage es mal, für Flockenfutter oder ähnliches. Da sind auch 2 verschiedene Schnecken dabei. Einmal für Pelletfutter und einmal für Flockenfutter. Und ihr seht selber, das ist eine extreme Menge, die man hier rausbringen kann. Mir gefällt halt an dem Gerät, wie gesagt, dass die Menge, die ich reinbringe, tatsächlich relativ gut dosieren kann. Warum habe ich jetzt den hier gewählt? Den ich vorher hatte, hier oben, das war ja der von Tetra, wenn mich hier alles täuscht. Der hat einen Trommel, arbeitet über eine Trommel. So. Und da ist ein Schieber dran. Und dieser Schieber war entweder ganz weit auf, also sprich, entweder hat er ganz wenig gefüttert oder hat extrem viel gefüttert. So nach dem Motto, ich hau dir jetzt die ganze Trommel leer. So hatte ich das Gefühl. Und das ließ sich irgendwie schlechter dosieren. Und den habe ich mir jetzt mal kommen lassen und geschaut, ob das so für meine Verhältnisse, die ich hier brauche, funktioniert. Und tatsächlich, es funktioniert ziemlich gut. Zusätzlich hat er hier vorne, damit keine Feuchtigkeit eindringt, noch so eine Klappe. Und einmal hier auf der Rückseite ist ein USB-C-Anschluss. USB-C? Nein, normaler USB-Mini. So. 5 Volt, 1 Ampere sollte das haben. Das Gerät verfügt natürlich über interne Batterien. Sollte es aber im Urlaub über USB-Strom versorgt werden, lässt es die Batterien außen vor und nimmt erstmal nur den USB-Strom. Sollte der Strom ausfallen, aus welchem Grund auch immer, füttert das Gerät aber definitiv über Strom weiter. Lasst mich jetzt eben kurz gucken. Bezahlt habe ich dafür 50 Euro. Der liegt so zwischen 50 und 60 Euro. Ist also nicht wirklich günstig, aber hat auch den Vorteil, hier oben kann man noch eine Erweiterung draufsetzen für den Urlaub, je nachdem, was man verfüttert. Also für mich ist es tatsächlich nicht notwendig, weil die Futtermengen, die ich hier von dem Vitalis Futter reinpacke, sind tatsächlich so gering und effektiv, dass ich die Erweiterung für den Urlaub nicht brauche. Ich mache das Ding einmal bis oben voll und nach einer Woche ist da immer noch Sattung genug drin. Ist wahrscheinlich interessanter für sehr viel größere Becken und wahrscheinlich dann auch für Flocke. Da gibt es dann auch noch eine andere Schnecke zu, die da unten eingesetzt wird. Aber das Ding hat mich aber definitiv überzeugt. Vor allem, es funktioniert ohne Probleme. Ja, ich setze ihn einfach hier oben mit drauf. Muss ihn nicht zusätzlich verankern, weil er ausgewogen ist. Lässt sich bei entsprechenden Juwel-Aquarien auch, glaube ich, mit der Schiene verankern. Keine Ahnung, weiß ich nicht, habe ich ja nicht. Und ja, das ist das, was ich euch separat zeigen wollte. Dieser Futterautomat ist in meinen Augen, also sprich für meine Größe und für meine Fischmenge, die ich hier drin habe, ausreichend. Da muss man jetzt immer gucken. Für kleinere Aquarien könnte es ein kleines bisschen viel werden. Meine persönliche Meinung. Weil ihr wisst, ich habe hier relativ viel Fisch drin. Und die Menge, die ich halt zugebe, ist so eingestellt und so getaktet, dass es halt im Endeffekt ja nicht zur Ablagerung auf den Boden kommt, dass das Futter relativ schnell aufgebraucht ist. Das ist das Wichtige daran. Es soll tatsächlich alles innerhalb kürzester Zeit aufgenommen werden, damit keine Anreicherungen irgendwo passieren, weil egal, ob das jetzt vitales Futter ist oder irgendein anderes Futter, ist vollkommen wurscht. Die sind alle so, ich sag mal, hochkonzentriert oder so eintragend, dass wenn Futter irgendwo landet und vor sich hin gammelt, dass wir natürlich eine Belastung ins System kriegen. Und genau das ist das, was wir im Endeffekt vermeiden wollen. Von daher, das passt, was ich halt zugebe. Das wird relativ zügig durch meinen Gesamtbestand vernichtet und landet auch somit nicht irgendwo in einer Gammelecke. Und wenn es in einer Gammelecke landen sollte, habe ich hier ohne den Bodengrund natürlich den Vorteil, das relativ zügig absaugen zu können. Detritus muss ich hier sowieso relativ oft absaugen, weil es halt unschön aussieht. Aber in Becken, die halt mit Sand bestückt sind, könnte das Ganze noch etwas schwieriger werden. Also wie gesagt, Futter hinzugeben ist immer noch so eine Sache für sich. Wir wollen den Fischen natürlich was Gutes tun und denken, ah komm, tust du noch mal ein bisschen hinterher. Wenn es dann in geringen Mengen ist, das halt nicht sich in die entsprechende Dekoration reinsetzt, ist es in Ordnung, aber
zu viel auf einmal ist auch nicht gut und darauf sollte man definitiv achten. Ist eine Sache auch, die ich mir, wo ich immer wieder auf die Finger hauen muss, an der Mutter, nee, du hast schon viel genug reingepackt, das reicht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, meinen Tieren geht es unheimlich gut, ob das jetzt an dem Futter lag oder an den entsprechenden probiotischen Bakterien, das lassen wir jetzt mal dahingestellt, aber Fakt ist, die sind alle rundum gesund und ich kann mich tatsächlich nicht genug beschweren. Also denen geht es hervorragend und wie gesagt, seitdem ich jetzt das Vitalis und gleichzeitig unter anderem auch die Probiotik verfüttere, geht es meinem Japonicus wieder weitaus besser und das Ganze ohne UVC. Das ist natürlich auch eine feine Sache. Ja, das zu dieser Einstellung. Ja, kommen wir dann jetzt mal dazu, was ich hier unten noch getan hat und demnächst auch tun wird, beziehungsweise was ich oben getan hat. Wer es beobachtet hat oder vielleicht im Auge hatte, sieht, da hinten ist eine neue Pumpe im Einsatz oder eine neue alte Pumpe. Ich habe es tatsächlich geschafft, den nächsten Kabelbruch zu verursachen durch wieder mal wahrscheinlich falsch angebrachte Kabel an der Ocean Motion. Mein Fehler. Definitiv mein Fehler. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig warum, weshalb, wieso. Werde das aber nochmal nachschauen. Fakt ist, ich habe ja hier hinten schon eine 6055 am Laufen, die jetzt schon sehr, sehr lange arbeitet. Und jetzt da hinten habe ich die zweite 6055 wieder. Und ich muss mal eben gucken, kann man es sehen? Ja, unten rechts seht ihr den Controller, den ich da habe. Das ist der 7096, der gleichzeitig mit dem Nachtlicht, den habe ich jetzt wieder im Einsatz. Problem, was ich tatsächlich im Moment habe, ich komme nicht auf den Controller drauf, weil mein Super Windows, was ich habe, das entsprechende Net Framework 3.5 nicht installieren will oder kann oder warum auch immer. Ich muss das mal mit einem anderen Rechner probieren und meine Macs funktionieren tatsächlich nicht mehr damit, weil es M1 Macs sind. Und somit das Programm von Tunze leider nicht mehr damit funktioniert. Muss ich mal mit Tunze reden, mal gucken. Vielleicht haben sie ja was in der Hinterhand. Ja, das ist das eine. Ich habe jetzt tatsächlich da hinten wieder eine 6055 dran. Die habe ich erstmal da dran gefrickelt. Da werde ich mir in nächster Zeit über den Andi Bauer auch die entsprechenden Halterungen, Originalhalterungen für die 6055 besorgen. Das ist momentan tatsächlich mit Kabelbindern dran gemacht und ja, nicht so hübsch. Von daher werde ich das wahrscheinlich noch ändern. Fakt ist aber, die haben dadurch, dass die Pumpen einen relativ harten Strahl haben, die Möglichkeit besser an verschiedenen Stellen zu durchströmen, als wie jetzt die Smart Drift, die ich drin hatte. Die hatten natürlich auch eine sehr gute Strömung, eine gute, breite, weiche Strömung. Jetzt muss ich tatsächlich darauf achten, dass ich keine Korallen direkt anpuste, sondern das Ganze indirekt über die Scheibe oder über eine längere Strecke mache. Das heißt, ich musste tatsächlich meine Einstellungen für die Ocean Motion ein bisschen ändern, damit das hier alles funktioniert. Hatte natürlich auch den Vorteil, nachdem ich die eingesetzt habe, andere Strömungsverhältnisse, eine etwas härtere Strömung hier und da, dass natürlich auch wieder einiges aufgewirbelt wurde. Und ja, jetzt muss ich erstmal wieder gucken, wo mein Detrituspunkt ist, weil der ist nämlich jetzt komplett verschoben. Von daher muss ich erstmal schauen, wo ich ihn wiederfinde. Was habe ich noch geändert? Ich habe den Einlauf, den blende ich auch mal sehr separat ein, tatsächlich die Strömung vom Einlauf da hinten komplett geändert. Die wird jetzt halt an den Euphilien mehr oder weniger unten drunter durchgepustet. Sinn und Zweck der ganzen Sache ist, die Euphilien ständig in Bewegung und Strömung zu halten. Weil ich auch das Gefühl hatte, dass teilweise zu wenig Strömung an die Tiere dran gekommen ist. Kann sein, muss aber nicht. Werden wir sehen. Alles in allem passt es aber soweit. Was habe ich noch geändert? Ich glaube, er hat schon gesehen, ich habe hier unten, habe ich das letzte Mal schon gesagt, einen schönen großen Dosierbehälter, doch ich glaube, ich habe es gesagt. 3x5 Liter, fast das gute Stück. Und nein, er ist nicht von ReefDeck, fragt mich nicht, welcher Hersteller das ist. Sieht auf jeden Fall aus, als wenn der Klaus Janssen das Ding selber zusammengeschraubt hätte.
In diesem Sinn, herzliche Grüße rüber zum Klaus. Ist das deiner? Weiß ich nicht. Der ist jetzt mittlerweile komplett im System integriert. Ich habe die Füllstände so angeglichen, dass jetzt alle drei Behälter ratzeputze voll sind. Im ersten Behälter hinten habe ich das normale Essentials Plus, KH1. Im zweiten, in der Mitte, da ist das Calcium drin, also sprich das Essentials Plus 2. Und im dritten Behälter ist das Essentials Pro 1 drin. So, die beiden 1er-Varianten sind jeweils 1:1 verdünnt, weil ich gemerkt habe, dass ich hier unten, aus welchem Grund auch immer, wahrscheinlich zieht ein bisschen Kälte von unten hoch, Kristallbildung in den Behältern hatte. Und das habe ich jetzt im Endeffekt verhindert oder verhindere es damit, dass ich die Essentials 1:1 verdünne und somit aber auch die doppelte Menge hin dosieren muss. Das habe ich angepasst in meinem entsprechenden Dosierplan und dann werden wir mal sehen. Ja, was ist noch passiert, beziehungsweise was wird noch passieren? Was ich in letzter Zeit öfters schon mal bemängelt habe oder bemäkelt habe, dass mein angezeigter pH-Wert in der Refactory-App vom KH-Keeper nicht der tatsächlichen, nicht dem pH-Wert im Becken entspricht. Warum? Hat ja einen ganz einfachen Hintergrund. Hier drin ist ja jetzt momentan das letzte Testwasser. So, das verbleibt da ja drin bis zur nächsten Messung. Das Glas wird also nicht mehr gespült mit Aquarienwasser. Hintergrund der ganzen Sache war oder ist, dass das Ganze, dass die Sonde halt nicht so schnell verdrecken soll, zu algen soll, mit Bakterien überwachsen soll, funktioniert bei mir tatsächlich nicht. Ich weiß nicht warum, funktioniert nicht. Das heißt, das Wasser mit dem niedrigen, extrem niedrigen pH-Wert bleibt sehr lange in diesem Gefäß drin und wird erst zur nächsten Messung rausgepumpt. Dann kommt ein bisschen Frischwasser rein und das wird auch wieder abgepumpt. Dann kommt wieder Frischwasser rein und ich habe es jetzt mittlerweile festgestellt, habe es leider filmisch nicht dokumentiert, aber das ist definitiv Fakt, kann ich auch jederzeit nachweisen, dass wir eine Differenz zwischen Aquarienwasser und dem gemessenen Wasser in dem Behälter haben von 0,2 bis 0,3 beim pH-Wert. So. Darüber, das ist ja für mich erstmal nur eine Kontrolle, eine Anzeige, wie liegt mein pH-Wert tatsächlich im Moment, circa. Und deswegen habe ich ja unter anderem auch den Atemkalk hier hinten, ich weiß nicht, sieht man, den habe ich jetzt da hinten versteckt, blende ich mal separat mit ein, habe ich ja auch den Atemkalk im Moment dran, damit ich meinen pH-Wert anhebe, weil jetzt im Winter, beziehungsweise angeblich im Winter im Moment, wird ja relativ wenig gelüftet. Das heißt, der CO2-Gehalt im Raum ist relativ hoch und wird natürlich auch mit ins Becken getragen. Zudem die Abdeckung macht auch der Einsatz von Atemkalk notwendig. Es wird zwar zwangsbelüftet hier hinten und dementsprechend wird auch Luft ausgetragen, aber man merkt schon, dass es halt nicht so atmen kann, wie es tatsächlich ist. Von daher ist da der Atemkalk dran. Und momentan ist laut Anzeige in meiner Refactory-App der 8,17, 8,2 ist der eigentliche pH-Wert, den die Sonde am Abend, also sprich dann, wenn der pH-Wert relativ hoch ist, sein sollte, der mir da angezeigt wird. Was ich aber jetzt im Endeffekt möchte, ist das Ganze hier zu steuern. Und zwar so zu steuern, dass der pH-Wert sich so ein kleines bisschen egalisiert. Und zu diesem Zweck habe ich mir jetzt von Refactory das pH-Meter bestellt. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich denke doch, dass im Endeffekt da jetzt Aktionen mit eingebaut sind. Entschuldigung. Womit ich zum Beispiel einen Power-Switch steuern kann. Und dann werde ich an meinem Behälter da oben, das hat der Marcel Pfaff übrigens mehr oder weniger nicht entwickelt, aber ist auf die Idee gekommen, blende ich euch auch mal eben mit ein, da oben ein Magnetventil dran zu machen. Das heißt, wenn der pH-Wert zu hoch ist, also über eine 8,5 meinetwegen geht, gemessen,
dann macht dieses Magnetventil auf, ist eine eingespeicherte Aktion und nimmt normale Umgebungsluft oben auf kurzem Weg. Also sprich, ja, der nimmt normalerweise bei der großen Variante hier, nimmt er die Luft von unten und saugt die von unten nach oben durch das System durch. Gehe ich aber jetzt oben hin und mache oben ein Löchlein rein, ja, nimmt er die Luft von oben auf dem kurzen Weg und wir haben normale Umgebungsluft im System und keine Luft, die halt jetzt durch den Atemkalk gefiltert wurde. Dadurch kann man dann ein kleines bisschen versuchen, das ist jetzt der Versuch, den ich mache, den pH-Wert zu regulieren. Mal gucken, ob das funktioniert. Werdet ihr dann in den entsprechenden nächsten Teilen sehen. Fakt ist, ich habe das Aquarienwasser, was jetzt bei der Messung gemessen wird, verglichen mit, man kann ja beim pH-Keeper hingehen und die Genauigkeit testen. Ja, dann nehme ich mir halt Aquarienwasser frisch raus in einem gereinigten Glas und packe da die gereinigte Sonde rein und lese dann den pH-Wert ab. Und das schwankte halt von dem, was tatsächlich gemessen ist, zwischen 0,2 und 0,3 zum System ab. Und von daher, ja, ist das zwar eine schöne Anzeige, die wir da haben, aber tatsächlich nichts, womit ich jetzt arbeiten könnte. Und sagt mir auch nicht wirklich aus, ob der pH-Wert im System so ist oder nicht. Dadurch, dass da halt jetzt alles verändert wurde, habe ich natürlich jetzt keine vernünftige Anzeige mehr. Und das ist definitiv Fakt. Ja, das pH-Meter selber, was jetzt bestellt ist, habe ich mir übrigens bei der Firma ReefDeck bestellt, die auch hier hinten die schönen Boxen und Dings und Ablegerbänke macht. Hätte ich mir auch bei allen anderen bestellen können, aber das ist mittlerweile der Händler meines Vertrauens. Und ja, dann werden wir sehen, wenn das Ding hier ankommt. Günstig war es nicht. Das ist ähnlich wie der Salinity Guardian da unten. Der ist auch recht teuer und das pH-Meter liegt, glaube ich, bei 255 Euro. Ist eine extreme Hausnummer, ist schon wieder ein Luxusobjekt obendrauf. Wenn man dann tatsächlich mit solchen Sachen rumspielt, ist das eine verdammt große Stange Geld. Warum so ein Gerät und kein Monitor von Aquamedic zum Beispiel? Ein Monitor ist halt nur ein Monitor. Und der zeigt mir es halt an und ich sehe es, ja okay, aber ich kann es nicht regeln. Und da ich ja sowieso die Mess- und Regeltechnik von ReefDeck benutze, ist es immer noch momentan das Gerät meiner Wahl, auch wenn es preistechnisch jenseits von Gut und Böse ist. Okay, Cloud-Anbindung etc. pp. Ist alles natürlich mit dem Preis inbegriffen. Klar, logisch, muss in irgendeiner Form bezahlt werden. Aber trotz alledem, 250 Euro für einen Monitor, der allerdings natürlich auch eingreifen kann, muss man dazu sagen, ist eine Sache, die man halt nicht mit allen anderen Geräten machen kann, die ich zumindest nicht kenne. Bei GHL gibt es natürlich auch Lösungen, die ich auch nicht kenne, aber die auch nicht gerade günstig sind. Von daher lassen wir es erstmal so dahingestellt und warten das Ganze ab. Ich werde es installieren. Auf Insta werdet ihr es definitiv sehen. Und ja, dann schauen wir mal, was im Endeffekt dabei rumkommt. Ja, alles in allem war es ein sehr ereignisreicher Monat. Allein die Aktion hier mit den Euphilien, die ging mir echt sehr an die Nieren und geht mir immer noch sehr an die Nieren, dass die halt, dass ich so viele verloren habe. Jetzt muss ich eben mal schauen, wie es halt weitergeht. Was aber auch relativ doof war, beziehungsweise schön natürlich jetzt im Endeffekt wieder. Ich habe die Pumpe jetzt wieder eingebaut, beziehungsweise ausgetauscht. Ich habe alles schön versteckt, alles schön in die entsprechenden Kabelschächte reingepackt. Das sieht alles toll aus, aber wehe, man muss da mal dran. Das hat mich also, der Pumpenaustausch alleine, der hat mich hier so knapp 2,5-3 Stunden gekostet. Die Pumpe anbringen, Kabel verlegen, die alten Kabel raus, die alten Controller raus. Das war alles schön versteckt und ist jetzt auch wieder schön versteckt. Sieht toll aus da unten wieder, blende ich euch auch mal wieder mit ein. Aber es ist tatsächlich richtig, ja, heftige Arbeit gewesen. Ja, was war noch? Genau, lasst uns mal darüber gehen. Ja, das ist ja auch noch passiert. Das
Amatus XS. Das habe ich letzten Monat bekommen. Und wie ihr seht, ich blende euch nochmal ein altes Bild ein von der Einrichtung. Hat sich ein kleines bisschen was getan. Ich habe das Riff tatsächlich nochmal umgestaltet und dem Becken ein kleines Upgrade verpasst. Und zwar habe ich hinten eine schwarze Folie auf die Rückseite geklebt. Das macht das, ja, ich sag mal, ein wenig von der Tiefe her besser, weil vorher konnte man bis auf die Rückwand durchgucken und hatte, ja, ich sag mal, den vollen Durchblick. Jetzt mit der schwarzen Rückwand ist es definitiv besser. Und wie ihr selber seht, den Korallen geht es soweit gut. Einen Wasserwechsel habe ich schon gemacht. Das ging auch sehr, sehr einfach. Ich bin hingegangen, habe die Pumpe ausgeschaltet und habe dann einen Schlauch oben dran gemacht. Und tatsächlich konnte ich dann anschließend, nachdem ich unten das Blech ein kleines bisschen angehoben habe, 2,5 Liter ohne Probleme rausnehmen und konnte die 2,5 Liter unten wieder reinpacken aus meinem laufenden System. Und das hat tatsächlich ohne Probleme funktioniert. Von daher, ja, ich bin bisher sehr zufrieden mit dem, was da läuft. Alle Korallen sind weit offen. Ich warte jetzt noch auf meine Sexy Shrimps, die habe ich nämlich bestellt. Sind leider letzte Woche noch nicht mitgekommen. Und ja, das werden dann die einzelnen Tierchen sein. Schnecken sind drin. Eine große Schildschnecke ist auch drin, ungefähr diese Größe. Die sorgen dafür, dass mir die Scheiben einigermaßen sauber bleiben. Von der Verdunstung her habe ich festgestellt, ist gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Alle drei Tage gebe ich mal ein kleines bisschen Osmosewasser dazu. Ich kann auch, ja, das ist jetzt leider schlecht zu sehen, ich mache ein separates Video dazu. Wenn man zum Beispiel mit der Taschenlampe hier so seitlich dran geht, dann kann man den Wasserstand sehen. Das ist mit der jetzt Lampe, mit der Lampe jetzt hier relativ schlecht. Man sieht dann, wo der Wasserstand ist und somit kann man das Ganze überprüfen. Das ist schon mal eine recht coole Sache. Man muss dann nicht jedes Mal von oben reingucken. Das lässt sich dann abends beim Dunkeln, wie gesagt, ich filme das dann nochmal separat ab, ziemlich gut nachschauen. Und wenn man sich dann irgendwie eine grobe Markierung, meinetwegen hier an der Seite oder so macht, dann weiß man auch, wie viel man entsprechend nachgeben muss. Aber tatsächlich ist die Dichteverschiebung, wenn man darauf achtet, nicht ganz so groß. Und wie ihr seht, den Tieren geht es auch gut. Also kann mich tatsächlich nicht genug beschweren. Und wenn wir jetzt mal auf den blauen Modus umschalten, mal gucken, ob die Kamera das mitmacht, sieht es natürlich auch schon ziemlich geil aus. Ich habe extra jetzt Tiere gewählt, die extrem fluoreszieren. Wie zum Beispiel oben in der Mitte sind Bam Bams, hier vorne sind Raster. Auf der Seite habe ich meine kleine Acanthostrea von drüben rüber geholt. Ein paar Scheiben und hier natürlich eigene Nachzucht von meinen Funkis, keine Ahnung, ihr wisst, hinten in der Box hier von Reef Deck, da sind sie drin. Ja, alles in allem läuft das ziemlich gut. Ich habe es auch jetzt, tatsächlich habe ich die Schwämme alle unten rausgenommen und es ist jetzt, gestern war es glaube ich, ist ein kleines bisschen lauter geworden, die Pumpe. Und ich hatte auch meiner Meinung nach nicht mehr ganz so viel Strömung drin. Das hing dann damit zusammen, dass unten dieser kleine Schwamm, der in der Pumpe drin ist, den Dreck angesaugt hat und natürlich nicht mehr so viel Wasser durchkam. Da wurde die Pumpe ein kleines bisschen lauter. Also sprich, konnte man direkt hören, aha, ich muss ein bisschen was tun. Ging auch ganz einfach. Ich kann im Prinzip hingehen, kann ich mal eben zeigen, ohne dass jetzt hier was kaputt geht hoffentlich. Hebe das Becken einfach an und verdrehe es. Und schon komme ich da hinten ohne Probleme dran, kann auch die Pumpe rausnehmen, könnte somit auch hier jetzt einen Wasserwechsel machen, wenn ich das möchte. Und ja, klein, süß, niedlich und bis jetzt funktioniert es sehr, sehr gut. Reinigung habe ich jetzt auch zweimal, glaube ich, in der Zeit gemacht mit meiner Acrylklinge. Geht auch sehr gut. Von außen dann halt auch mit dem entsprechenden Material hier von Antistatikum von New Wave. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob das Polycarbonat mit einem normalen Sidulin oder so gereinigt werden darf. Müsste ich mich mal erkundigen. Erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Ja, aber alles in allem läuft sehr gut, gefällt mir und ja, ich würde sagen, wir sehen uns Ende nächsten Monat zu einem neuen Teil hiervon, beziehungsweise vom Shallow Reef. Und danke euch für eure Aufmerksamkeit. In diesem Sinne,
Lasst ein Däumchen da und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich zähle auf euch, euer Viper.